Hallo und herzlich willkommen bei Devi Dividende, dem Kanal für Einkommensinvestoren. Diesmal stelle ich euch keine Aktie aus meinem persönlichen Depot vor, sondern einen CEF, in den ich investiert bin. Wer nicht weiß, was die Besonderheiten und Vorteile von geschlossenen Investmentfonds sind, der schaut sich am besten nochmal mein Video an, was ich für den Zweck gedreht habe. Der DNP Select Income Fund investiert in ein breites Portfolio an Aktien und festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Versorgungsbranche. Häufig vertreten im Fonds sind vor allem aufgrund ihrer verlässlichen Zahlungen Wasser- und Stromanbieter, Gaslieferanten und Telekommunikationsdienstleister. Da sich in geringem Umfang auch MLPs, also Master Limited Partnerships, im Portfolio des Fonds befinden, ist grundsätzlich nicht die Gesamtausschüttung des Fonds als Rendite zu betrachten, sondern auch teilweise als Kapitalrückzahlung. Da der DNP-Unternehmenssitz sich in den USA befindet, sind MLPs in diesem Fall für uns deutsche Investoren steuerlich nicht nachteilig, aber dafür keine Gewähr, denn ich bin kein Steuerberater. Die aktuelle Ausschüttungsrendite liegt bei gut 7%. Das ist natürlich eine relativ hohe Ausschüttung. Und das liegt zum einen daran, dass das Fondsmanagement an uns die Kursgewinne und die Dividenden weiterleitet. Und zum anderen ist der Fonds auch in sich selbst nochmal gehebelt bis zu einem gewissen Maß. Also man optimiert durch einen gewissen Einsatz von Fremdkapital die Eigenkapitalrendite für uns Investoren. Das Fondsvolumen liegt aktuell bei ca. 3 Milliarden US-Dollar und es ist damit ein relativ großer Fonds. Der DNP Select Income Fund wird aufgrund seiner soliden Entwicklung in der Vergangenheit mit einem Aufschlag auf den Net Asset Value gehandelt von aktuell 15%. Kommen wir jetzt zu den Top-Positionen. Die Unternehmen mit den höchsten Gewichtungen im Fonds sind, wie bereits angedeutet, hauptsächlich in den USA tätige Stromanbieter. Diese liefern über alle Konjunkturphasen hinweg solide Erträge sowie ein organisches Wachstum, weshalb ich diese Auswahl hier sehr begrüße. Grundsätzlich halte ich aufgrund der defensiven Werte die Auswahl der Titel des gesamten CEFs für sehr gut geeignet für Einkommensinvestoren. Die Risiken eines Ausfalls halte ich an dieser Stelle für gering, sollte nicht die gesamte USA in eine Krise mit historischem Ausmaß geraten. Dann wären aber natürlich Titel aus der gesamten Welt ebenfalls betroffen, weshalb ich trotz des Risikos, des Managements und des Kredithebels das Risiko mit diesem CEF generell als sehr gering einschätze. Kommen wir jetzt zu den Ausschüttungen des Fonds. Der DNP Select Income Fund zahlt seit beeindruckenden 24 Jahren jeden Monat Dividenden und das mit einer hohen Kontinuität über zwei Crashs hinweg. Ich persönlich finde das wirklich sehr beeindruckend, weil dieser Fonds schon länger monatliche Dividenden zahlt, als ich überhaupt auf der Welt bin. Das jetzt nur mal, um sich vorzustellen, mit was für einer Dauer man es hier zu tun hat und was das für eine konsistente Dividendenpolitik des Managements auch wirklich ist. Also finde ich persönlich sehr beeindruckend. Dieser Track Record ist auch unter anderem natürlich ein Grund für das Premium auf den NAV. Ein kleiner Wermutstropfen ist eventuell, dass die Dividende sich nicht erhöht und man somit real jeden Monat theoretisch weniger bekommen würde. An dieser Stelle kann man aber einfach einen kleinen Teil der Ausschüttungen reinvestieren und das Problem somit beheben. Betrachten wir jetzt noch die Kursentwicklung des Fonds. Den Kurs können wir jetzt hier in der Grafik sehen und ist eigentlich sofort feststellbar, dass der CEF langfristig sehr stabil läuft. Ähnlich wie die Dividenden bleibt der Kurs auf gleichem Niveau, annähernd vielleicht minimale Steigerung. Und das liegt natürlich nicht daran, dass die Basiswerte so gleich laufen würden, sondern daran, dass eben auch die Kursgewinne in gewissem Maße an uns ausgeschüttet werden. Der Drawdown in der Finanzkrise war auch aufgrund des Hebels relativ hoch und man hätte hier zu sehr guten Kursen einsteigen können. Allein schon mal aus diesem Grund würde ich sagen, das ist ein sehr interessanter Watchlist-Kandidat ist, wenn man jetzt hier, sagen wir mal, zum halben Preis einsteigt, da kann man sich wirklich enorme Dividendenrenditen sichern. Kommen wir jetzt noch zur Gewichtung in meinem persönlichen Dividendendepot. Ich habe den DNP Select Income Fund aktuell mit einer Gewichtung von knapp 3% im gesamten Volumen
Und das liegt daran, dass ich die Stabilität der Zahlungen und den langen Track Record sehr schätze. Und also deswegen habe ich ihn jetzt nicht als kleine Position, aber wegen der Management- und Hebelrisiken habe ich das Ganze jetzt auch nicht als große 5% Position. Meiner Meinung nach ist der Fonds sowohl für defensive als auch für offensive Einkommensinvestoren sehr gut geeignet und bietet dabei eine gute Basisdiversifikation und monatliche Ausschüttung, also als Ergänzung im Depot eigentlich ideal. Das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung, keine Steuerberatung oder Aktienempfehlung. Außerdem erhebe ich trotz bestem Wissen und Gewissen keinen Anspruch auf Richtigkeit der gebotenen Daten und Informationen. Das ist alles nur meine persönliche Meinung und jeder sollte sich auf Grundlage einer eigenen Recherche sich seine eigene Meinung auch bilden. Das war es jetzt erstmal von mir. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder oder wir hören uns wieder, wenn ich wieder Werte für Einkommensinvestoren vorstelle. Bis bald.